Herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar in der Reihe Filamentdruck in der Kieferorthopädie. Heute speziell auf das Simplex-Filamentsystem von Renfert ausgerichtet. Wir werden heute anders als im ersten Webinar sehr praktisch an das Gerät rangehen. Wir werden uns das Gerät anschauen und die einzelnen Filamente mit den Indikationen betrachten. Mein Name ist Stefan Hassenflug, ich bin Product Manager bei der Firma Renfert. Ich freue mich heute sehr, dass ich meine zwei Kollegen mit im Webinar begrüßen darf. Zu meiner Rechten, Joanna, kannst du kurz ein, zwei Worte zu dir sagen? Sehr gerne. Mein Name ist Joanna Deligiani, bin Produktmanagerin bei der Firma Renfert und zuständig für das Simplex-Druckersystem. Super. Und mein Kollege, mein langjähriger Kollege Markus Münch. Kannst du auch ein paar Worte zu dir sagen? Mein Name ist Markus Münch. Ich arbeite im After-Sales-Service und bin dort für den Kundensupport zuständig. Super. Wir haben heute, was ich eben schon sagte, sehr viele praktische Themen für Sie vorbereitet. Und ja, im Anschluss haben Sie wieder die Möglichkeit, beziehungsweise jetzt sofort, sobald Sie Fragen haben, schreiben Sie es bitte in den Chat rein. Wir werden den Markus jetzt gleich verabschieden für eine gewisse Zeit und er wird nachher wieder am Ende in unserem Frageblock dazustoßen und wir werden Ihre Fragen live im Webinar behandeln und Markus wird jetzt mit seinem Team im Hintergrund schauen, was für Fragen kommen rein und die stellen wir Ihnen gleich gerne vor. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal gemeinsam auf den digitalen Workflow in der Praxis eingehen. Der digitale Workflow besteht aus drei Komponenten. Die erste Komponente ist die optische Aufnahme. Das heißt, entweder ich nehme den digitalen Abdruck mit der Interoralkamera oder laborseitig mit dem Modellscanner. Die zweite Komponente ist die CAD-Software. Die CAD-Software konstruiert mein Objekt. Und das dritte ist der 3D-Drucker, der mein Objekt, was ich gestaltet habe, wieder physisch ausdruckt und physisch auf den Tisch legt. Der letzte Part des Druckens ist unsere Kompetenz, speziell für den Kieferorthopäden ausgelegt. Das ist das Simplex-Komplettsystem. Das Komplettsystem besteht aus der Sliceware. Die Sliceware sagt dem Drucker, was er tun soll. Das zweite ist das Filament, was speziell auf Ihre Indikation ausgelegt ist. Und das dritte ist der Drucker, der Simplex-Filamentdrucker. Auf alle drei Komponenten werden wir im Laufe des Webinars einzeln speziell drauf eingehen. Lassen Sie uns jetzt gerne in den praktischen Teil gehen und uns den Drucker anschauen. Joanna, erklär uns doch den Drucker. Sehr gerne. Fangen wir mit der Baugröße mal an. Es ist ein kleines, kompaktes Teil. Wir haben eine Breite von 415, wir haben eine Höhe von 635 und wir haben eine Tiefe von 500, so dass Sie dieses Gerät tatsächlich in jeden kleinen Laborpraxis aufstellen können. Wir haben nicht einen großen Standfuß. Dann haben wir an den Seiten ist es geschlossen, es ist die Tür davor. Wir haben eine Haube, so auch, dass dieser Sicherheitsaspekt da ist, dass man halt nicht leicht reingreifen kann während des Druckprozesses und sich verletzen kann, weil man darf nie vergessen, also es wird heiß, wir haben eine Extruder, wir haben eine Düse, wir haben ein Druckbett und da sind Temperaturen, da kann man sich eventuell verletzen, wenn man sich an die heiße Düse greift. Und da greifen wir einfach mal vor. Unser Kollege, der Christopher, der heute hinter der Kamera steht, hat uns eine Studiokamera vorbereitet. Ich würde vorschlagen, ich greife mir die mal und dann können wir den Zuschauern einmal im Detail in der Nahaufnahme den Extruder zeigen und so ein paar Komponenten. Ich schaue mal gerade, da ist sie. Wunderbar. Ich frage gerade mal den
den Christopher. Christopher, siehst du ein Bild? Super, also, dann schauen wir mal. Im Inneren haben wir den Extruder. Mhm. Der Extruder schmilzt das Filament und baut damit auf. Mhm. Wo sitzt der genau? Also, wenn wir die Tür jetzt einmal hier öffnen. Das ist auch sehr schön zu sehen. Also ich kriege immer diesen Sicherheitshinweis, der mir dann halt als User zeigt, dass die Tür offen ist. Und wenn jetzt ein Druckprozess durchlaufen würde, würde dieser pausieren und erst dann weiterlaufen können, wenn ich die Tür wieder zu habe. Da es für uns jetzt uninteressant ist, weil wir jetzt einmal kurz auf den Extruder gucken wollen, machen wir jetzt einfach die Tür auf. Ja. Und Sie sehen hier. Das ist der Extruder. In diesem Extruder ist eine kleine Heizung, die schmilzt das eingeführte Filament mit der entsprechenden Temperatur auf und dann wird es dann hier unten an der Düse wird es ausgeführt. Mhm. Okay. Was mich interessiert ist, wir haben jetzt kein Filament eingelegt. Mhm. Wie funktioniert das mit dem Einlegen des Filaments? Können wir gerne zeigen, es geht ganz flott. Dafür nehmen wir jetzt hier so eine Filamentrolle. Das ist das Material, was wir für den Filamentdruck nutzen müssen. Das ist ein Thermoplast auf eine Spule aufgespult. Das, worauf wir achten müssen, ist, wenn wir halt ein benutztes Filament oder eine Rolle, eine angefangene Rolle nochmal einfügen wollen, ist, dass man eine saubere Schnittkante hier vorne an dem Filament hat. Ja. Vielleicht kannst du das einmal zeigen. Ja, halt das mal genau. Ah, super. Ah, da sehe ich so eine Fahne vorne. Genau, da ist so ein kleiner Propfen vorne vor und so eine kleine Fahne. Das ist einfach der Hinweis, dass dieses Filament schon mal geladen worden ist. Okay. Und das schneiden wir jetzt einmal ab. Warte, ich halte mal den vorderen Teil. Dann haben wir eine schöne, saubere Schnittkante. Jetzt legen wir das Filament einmal kurz beiseite. Gehen hier auf den gelben Bereich, wenn du das einmal zeigen könntest. Wir gehen hier auf den gelben Bereich. Im gelben Bereich stelle ich die Temperatur und kann dann die Düse und das Druckbett aufheizen. Und wenn wir das Filament einladen wollen, brauchen wir natürlich Temperatur auf dem, auf der Düse. Ja. Das kann ich hier mit diesem kleinen, das ist wie so ein kleiner Trichter, das ist einfach nur das Symbol für die Düse. Da drücken wir drauf. Wir suchen uns das richtige Filament auf, weil das halt wichtig ist. Das ist es hier aber. Mhm. Wir haben Simplex Study Model. Das sehen wir. Hier steht auch Simplex Study Model drauf. Richtiges Filament ausgesucht. Gehen zurück. Gehen auf den Bereich Extruder. Mhm. Wenn du das auch mal kurz zeigen könntest. Also hier sieht man das halt auch sehr schön. Oh, ja. Also das sind diese zwei Pfeile. Einmal nach unten, das Indiz, wenn ich laden möchte. Mhm. Einmal nach oben, wenn ich es entladen möchte. Und in dem Bereich kann ich jetzt die Haube, das ist jetzt wichtig, runternehmen, ohne dass ich dann halt einen Sicherheitshinweis oder einen Piepston erhalte. So. In dem Modus? In dem Modus. Okay, super. Genau, weil da jetzt für den Anwender nichts passieren kann. Mhm. Jetzt nehmen wir das Filament und gehen nach hinten. Mhm. Und legen die Filamentspule einmal auf den Filamentrollenhalter. Und führen das Filament unten durch den Sensor einmal. Ups, jetzt. Da. Das ist ein kleines Loch, wo das Filament genau reinpasst. Loch, genau. Und dann führe ich das einmal durch das Rohr und ziehe mir das Filament so weit vor. Jetzt kommt es einmal durch den, durch den Bogen. Bis es vorne wieder rauskommt. So, und das reicht dann schon. Dann gehen wir jetzt einmal nach vorne. Dann müssen wir jetzt einmal den Hebel nach links. Dann führen wir einmal das Filament durch, bis es zwischen diesen zwei Zahnrädern ist. Dann kippe ich das Ganze wieder nach rechts und drücke einmal den Pfeil nach unten. Hier unten, da ist eine kleine Spule mit dem Pfeil nach unten. Und dann wird das Filament geladen. Man sieht hier sehr schön, dass das Filament über diese zwei Zahnräder reingezogen wird. Und unten wird es ausgebracht. Da schaue ich auch gerade nochmal drauf. Ja, okay. Und jetzt können wir die Haube wieder draufsetzen. So.
Super. Der Vorgang, den macht er komplett automatisch? Wenn ich den gelben Button hier unten drücke, dann macht er den Vorgang automatisch. Mhm. Und wir sehen auch, er zieht sich eine Menge X durch, sodass sichergestellt wird, dass der Transport des Filaments auch problemlos durchgeführt werden kann. Ja. Und somit ist das Filament jetzt geladen. Super. Aber ganz einfach. Fantastisch. Ja. Sehr gut. So viel zum Drucker. Ich lege gerade die Kamera wieder hinten auf. Dann würde ich vorschlagen, dass wir als nächstes auf die Filamente kommen. Dafür würden wir unser EasyView benutzen, um auch Nahaufnahmen von den Modellen zu machen. Was wir jetzt hier unter dem EasyView sehen, ist das gedruckte Modell aus einem unserer Filamente, aus in dem Falle Study Model. Wir gehen jetzt in dem Moment auf die speziellen Filamente ein, die wir haben. Johanna, wir haben 4 Stück, jeweils mit einer speziellen Indikation. Kannst du uns ein bisschen was über die Filamente erzählen? Gerne. Also wir haben 4 Filamente abgestimmt auf Indikation und abgestimmt auf unser Druckersystem, so dass wir gewährleisten können, dass wenn der Kunde die Filamente mit dem Drucker und unserer Sliceware nutzen, auch wirklich die Qualität erhält, die wir selber auch im Haus drucken können. Wir haben hier vorne haben wir unser Aligner-Model, das Simplex Aligner-Model-Filament, was speziell für die Aligner-Technik, das ist das Modell der Zahnquarz da vorne mit der Schiene, das speziell für die Aligner-Technik konzipiert ist. Das heißt, es hält diese Temperaturen aus und die Belastungen, die ein Modell aushalten muss, um in der Aligner-Technik funktionsfähig zu sein. Und da sieht man auch sehr schön, also die Oberfläche ist gut dargestellt, man kann seine Schiene drüber ziehen und gerade für die Aligner-Technik ist es optimal. Dann haben wir dann unser zweites Modell, unser Filament, das ist das Simplex Working Model Filament, das ist das grüne Filament. Weshalb haben wir hier grün gewählt? Wir haben grün gewählt, weil gerade grün angenehm für die Augen sind. Also da haben wir ein bisschen an unseren Anwender gedacht, der dann halt hinterher die herausnehmbare Apparatur auf diesem Modell herstellen kann. Ist halt grün, ist angenehmer für die Augen, es ist nicht so ermüdend und deswegen haben wir gerade für Working Models ein Grün verwendet. Dieses Material und die Parameter, die entsprechenden, sind so konzipiert, dass das Modell die Belastung in einem Drucktopf, so wie sie es gewohnt sind, auch standhält, sodass sie normal, wie sie sonst auch immer, ihre herausnehmbaren Apparaturen auf dem Filament oder besser gesagt auf dem Modell, das mit diesem Filament hergestellt wurde, erstellen können. Was man halt hier genauso machen muss, wie bei den analogen Modellen, man muss sie isolieren. Mhm. Dann haben wir hier noch unser Simplex Study Model Filament. Das ist das weiße, was hier, genau. Das ist das Filament für Diagnostik- und Planungsmodelle. Weiße Modelle, so wie der Kieferorthopäde es kennt von seinen weißen Gipsmodellen, hier analog als Filament dargestellt. Und zu gutem Schluss haben wir unser Simplex Multi-Use Model Filament, das ist genau das. Das ist ein gipsgefülltes Filament. Wir haben da einen hohen Gipsanteil drin, um einfach auch da die Haptik und die Anmutung eines Gipsmodells darzustellen. Wir wissen, dass wir alle ganz gerne halt mit Gipsmodellen gearbeitet haben und mit diesem Filament, mit diesem gipsgefüllten Filament ist halt die Optik an dem Gipsmodell angelehnt. Was hier auch sehr schön ist, gerade beim Simplex Multi-Use Filament kann man es sehr schön mit einem rotierenden Instrument oder auch mit einem Skalpell bearbeiten. Super. Also im Grunde von der Modellherstellung her für die Kieferorthopädie, für jede Indikation. Genau, also deswegen haben wir auch den Simplex so konzipiert, dass er für den KFO-Bereich
eine abgestimmte Lösung darbietet mit der Simplex Sliceware und den Presets, die wir integriert haben, mit den Filamenten und dem Simplex als Drucker. Deswegen sprechen wir immer über ein 3D-Druckersystem. Super. Das hört sich fantastisch an. Kommen wir jetzt zu unserer Simplex Sliceware. Das ist das Herzstück unseres Simplex, das auch spielerisch angewandt werden kann. Und dafür zeige ich Ihnen das jetzt einmal ganz kurz. Also wie lade ich ein Modell? Wir gehen einmal über das Pluszeichen, klicken einmal mit der linken Maustaste drauf. Es öffnet sich der Explorer und hier muss man initial einmal den Weg sich gefunden haben, wo habe ich meine SDL-Dateien abgelegt und suche mir dann halt mein Modell raus, was ich drucken möchte, Doppelklick auf das Modell und schon ist das Modell im virtuellen Druckbett geladen. Wenn ich jetzt ein weiteres Modell mir einladen möchte, dann gehe ich über das Hinzufügen und Sie sehen, also der Weg ist dann einmal gespeichert und er macht immer den letzten Speicherort auf. Wenn Sie jetzt natürlich unterschiedliche Speicherplätze haben, müssen Sie die dann halt dementsprechend auch suchen. Wenn ich jetzt das Modell mir anschaue, das muss jetzt einmal im Plan abgelegt werden, das ist der Unterschied beim Filamentdruck. Drucken wir nicht horizontal, sondern vertikal. Und dafür drehen wir einmal das Druckbett, so dass ich das Modell von der Unterseite mir anschauen kann. Gehe einmal auf Absetzen, gehe auf die Unterseite des Modells, Entschuldigung, gehe einmal mit der linken Maustaste, klicke ich einmal drauf und das Modell ist abgelegt. Gehe ich jetzt wieder auf Verschieben, kann ich das Modell so verschieben, wie ich es haben möchte. Dann drehen wir das Ganze wieder zurück oder gehen ganz einfach über die Home-Taste und das Modell ist so positioniert, wie wir es drucken möchten. Dann gehen wir jetzt einmal auf das Essentielle in dieser Simplex Sliceware und zwar, das ist die Sliceware an sich. Man sieht hier sehr schön, dass wir vier Indikationen aufweisen. Diese vier Indikationen spiegeln sich auch in unseren vier Filamenten wieder. Das heißt, der Anwender muss nur überlegen, welche Indikation möchte ich anwenden. Das heißt, hier vorne zum Beispiel bei den Planungs- oder Diagnostikmodellen müsste ich dann mein Study Model im Simplex eingelegt haben. Ich drücke hier einmal drauf. Und der G-Code wird von der Sliceware erstellt. Das war's, mehr müssen Sie nicht tun. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist, den USB-Stick zu nehmen, diesen in Ihren PC einzustecken. So ist es richtig rum. Dann wird der graue Bereich hier, der inaktive Bereich vom USB-Stick schwarz. Das ist der Hinweis, dass der PC den Stick erkannt hat. Die Software hat den Stick erkannt. Wir gehen einmal auf den Stick drauf und können jetzt unseren G-Code auf den USB-Stick speichern. Benennen ihn, wie wir wollen, gehen einmal auf Speichern, auf Schließen, nehmen den Stick aus dem PC einmal raus. Mhm. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist den USB-Stick einmal in den Drucker. Dann leuchtet der USB-Bereich hier einmal drauf. Ich gehe hier einmal drauf, kann mein Druckobjekt auswählen, was ich drucken möchte. Und kann sofort den Druck starten. Sie sehen, es ist wirklich sehr einfach. Ich brauche nicht viel Vorkenntnisse, um eine Sliceware oder unsere Sliceware mit unserem Drucker nutzen zu können. Super. Also auch sehr, 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 sehr einfach. Danke für die Erklärung. Jetzt haben wir gesehen im Verlauf des Webinars bis jetzt, dass das System aus drei Punkten besteht, aus drei Elementen. Das ist der Drucker. Das sind die abgestimmten Filamente und es ist, so wie du es gesagt hast, das Herzstück, die Sliceware. Alles komplett aufeinander abgestimmt. Das ist sehr wichtig, auch im Alltag, denke ich, dass ich da nicht irgendwelche
Fehler selbst projiziere im Stress. Jetzt fehlt natürlich noch das Modell, was gedruckt wird. Der Druck von diesem Modell dauert circa in dem Material circa 2 Stunden. Wir haben, damit Sie sich da auch einen Eindruck von bilden können, wie das Simplex-System arbeitet, haben wir Ihnen das als Zeitraffer im Vorfeld aufgenommen und das spielen wir Ihnen jetzt gerne ab. Im ersten Schritt stecken wir den USB-Stick in das Gerät, um den G-Code, den wir gespeichert haben, auszuwählen und zu laden. Als zweites, das macht der Simplex, das Simplex ganz automatisch, heizt es die Düse und das Druckbett vor auf die voreingestellte Temperatur. Wenn es das erreicht hat, das Gerät, fährt es das Druckbett in Position in Richtung Extruder. Das macht das alles automatisch, das heißt, wir sind jetzt schon im Produktionsmodus. Und wenn wir das Niveau erreicht haben, sehen wir hier wunderbar, wie durch den Extruder das Filament aufgeschmolzen wird und der Extruder Bahn für Bahn das Modell oder das Objekt, was Sie drucken, aufbaut. Hier jetzt im Zeitraffer gezeigt, damit wir da ein wenig Zeit sparen können, baut es das Modell vollkommen auf. In dem Moment fährt das Druckbett immer tiefer und nach Abschluss des Druckes haben Sie das Modell auf dem Druckbett stehen und das Gerät pausiert und der Druck ist abgeschlossen. In dem kurzen Einspieler haben wir Ihnen gezeigt, wie einfach das Simplex zu bedienen ist. Wir brauchen nur ein paar Knopfdrücke, um den Druck zu starten. Es ist sehr schnell und wir haben jetzt hinter uns den Simplex mit dem gedruckten Modell, den Sie im Einspieler gesehen haben, stehen. Ich hole das Modell mal raus und wir können es uns dann mal anschauen. Die Besonderheit bei dem Simplex-Filamentdrucker ist, dass bei einem Filamentdrucker wir keine Nacharbeit des Modells benötigen. Das heißt, wir brauchen es nicht abwaschen und auch nicht enthärten, entpolymerisieren. Das heißt, ich könnte es entnehmen und kann sofort anfangen mit der Arbeit. Wir schauen es uns kurz unter dem Easy View an. Wir schauen jetzt das Modell mit dem Easy View in einer vierfachen Vergrößerung an und sehen hier schon, dass die Oberfläche sehr, sehr glatt und zeichnungsgenau ist. Wir können jetzt mit dem Easy View auf eine 15-fache Vergrößerung gehen. Und auch hier, was natürlich eine sehr, sehr starke Vergrößerung darstellt, sehen wir, dass die Oberfläche sehr, sehr zeichnungsgenau ist. In der Zwischenzeit ist auch der Markus wieder da. Markus, bevor wir auf die Fragen eingehen, könnte ich dich bitten, noch das eine oder andere zum Servicekonzept, gerade fürs Simplex, zu erklären, zu erläutern? Ja, natürlich. Also das Servicekonzept besteht aus mehreren Bausteinen. Eines davon ist unsere Self-Help-Geschichte. Das heißt, alle Dokumente, Listen sind online 24 Stunden abrufbar. Mhm. Natürlich unterstützen wir auch am Telefon oder per E-Mail. Und wenn es ganz schlimm kommt, dass das Gerät wirklich mal einen Fehler hat, dann können wir das auch zurück zu uns ins Werk holen, zur Reparatur und haben dann auch ein Leihgerät für den Kunden dann immer zur Verfügung. Mhm. Super. Wir haben es eben gesehen, wo wir über die Sliceware gesprochen haben. Zur App haben wir noch irgendwas Spezielles von deiner Seite, vom After-Sales-Service, was die App betrifft? Richtig, da kommen öfters mal Fragen. Mhm. Wenn Sie den Drucker auspacken, werden Sie feststellen, dass da keine Sliceware dabei ist, sondern die müssen Sie sich erst runterladen. Und dazu muss der Drucker in der App registriert werden. Mhm. Diese App ist verfügbar für Android und iOS in den App-Stores. Mhm. Und nach der Eingabe der Seriennummer und so weiter von Ihrem Drucker, dann erhalten Sie einen Download-Link für die Sliceware und mit dem können Sie dann im Prinzip die Sliceware installieren. Ja, super. Wir blenden Ihnen gerade nochmal die Folie ein mit den Kontaktdaten vom After-Sales-Service. Mhm. Wenn Sie da Fragen haben sollten, wenn Sie schon einen Simplex haben, wenden Sie sich gerne an Markus und sein Team. Genau.
Stefan, ich habe dir die Fragen unserer Zuschauer aufs Laptop geschickt. Vielleicht können wir die gerade mal so durchgehen. Ich habe eben schon gesehen, dass da was kam. Da sind ja einige Fragen. Ich würde vorschlagen, dass ich die einfach der Reihe nach vorlese und wir beantworten die in dem Rahmen. Die erste Frage direkt, auf welchem System läuft die Sliceware? Johanna, kannst du da was zu sagen? Sehr gerne. Windows-basiert. Also wir, das System kann wirklich nur Windows-basierte Systeme unterstützen. Okay. Auch die zweite Frage, ich denke eine sehr, sehr wichtige, gerade für Neueinsteiger. Hier fragt jemand, was brauche ich für die Erstinstallation? Markus, vielleicht in deinem Bereich? Genau, also im Prinzip ist alles dabei. Es ist eine Rolle Filament schon beim Drucker dabei, die ganzen Kabel und so weiter ist alles dabei. Was man natürlich noch braucht, ist einen Windows-Laptop, wo dann die Sliceware draufläuft und eine, je nachdem, eine Planungssoftware, um die Modelle zu schließen. Ich glaube, da kam auch noch eine zweite Frage, da kommen wir dann später nochmal drauf. Ich sehe es hier unten. Davor kam noch eine Frage, woher bekomme ich die Sliceware? Da bist du eben aber schon drauf eingegangen. Genau, wie ich gesagt habe, da gibt es einen Download-Knopf in dieser App. Sobald der Drucker registriert ist, kann ich da drauf drücken und ich kriege dann einen Link auf diese Sliceware, kann die runterladen. Oh, und super. Das Gute ist auch, wenn der Drucker registriert ist, sobald es ein Update gibt, werden alle unsere Kunden wieder informiert, sodass es eine neue Version gibt und können dann jetzt wieder das Update runterladen. Super, super. Genau, hier kommt die Frage nämlich, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, kann ich den Scan direkt drucken? Das ist, glaube ich, auch immer eine ganz interessante Frage. Genau, die Frage kommt relativ oft. Nein, das geht nicht. Der Scan ist praktisch ein hohles Objekt erstmal, aber um es drucken zu können, braucht es so eine Art Sockel. Das heißt, das Modell muss geschlossen sein. Und da muss ich dann eine Software haben, die mir dann aus diesem Scan ein druckbares Modell erstellt. Okay, super. Dann, ich glaube, Johanna, du für dich eine Frage, welche CAD-Software verwende ich am besten? Ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage eigentlich. Ja? Nee, eigentlich weniger, weil das baut genau auf das auf, was Markus vorhin sagte. Ich brauche eine CAD-Software, die mir diese Hülle schließt, um diese drucken zu können. Aber ich brauche eine Software, die STL-Dateien verarbeitet. Und das sind sie alle. Also ob man jetzt KFO-Softwaren nutzt, also da sind unterschiedliche Anbieter, die auch aktuell im Markt sind von 3Shape, Exocad, Onyx und wie sie alle heißen. All diese Softwaren sind dafür geeignet, um mit dem Simplex zu arbeiten. Super. Ganz auf unser Modell bezogen, was wir gedruckt haben, fragt jemand, wie lange hat das Modell jetzt gebraucht? Also bei dem Modell jetzt aktuell brauchen wir 2 Stunden 20, aber da kommt es auch immer drauf an, welches Modell ich drucken möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Aligner-Modell drucke, brauche ich natürlich auch keine 2 Stunden 20. Das kriege ich mit 1 Stunde 10, 1 Stunde 20 hin. Je größer das Modell, je mehr Volumen das Modell hat, desto mehr Zeit benötige ich. Aber bei den großen Modellen geht man von 2 Stunden 20 so aus. Okay, super. Auch nochmal, denke ich, eine Frage an dich, Johanna. Wie viele Modelle kann ich auf einmal drucken? Also die Druckplatte ist ausgelegt für 6 Planungsmodelle. Also von diesen weißen Modellen kann man definitiv 6 platzieren. Bei den Arbeitsmodellen sind es ungefähr 10. Und bei den Aligner-Modellen, dadurch, dass ich sie schön verschachtelt platzieren kann, können wir sogar 12 auf die Druckplatte legen. Das ist definitiv machbar. Wenn Sie natürlich kleinere Modelle nehmen, kann man auch mehr Modelle draufpacken. Okay, aber das sehe ich ja in der Sliceware, denke ich. Das, was ich. Genau, also ich habe das virtuelle Druckbett und auf diesem virtuellen Druckbett platziere ich dann halt meine Modelle und kann halt sehen, wie viele da drauf passen. Okay, super. Auch eine ganz interessante Frage, Markus, in deine Richtung, After Sales Service. Was muss ich an dem Drucker warten und habe ich Verschleißteile? Berechtigte Frage. Mit der Zeit wird sich diese Druckfolie oder die Folie auf dem Druckbett, die wird verschleißen, dann wird die Haftung nicht mehr so gut sein, die ist da drauf geklebt, die muss erneuert werden. Nach 1000 Stunden wird der Drucker eine Meldung ausgeben, dass verschiedene Teile
mit Fett wieder gängig gemacht werden müssen. Okay. Das zeigt das Gerät dann an. Und irgendwann wird aber auch mal die Druckdüse verschlissen sein, sodass ich die tauschen muss. Da gibt es aber auch Hilfe von uns mit Anleitungen und so weiter. Das ist alles kein Grund, dass ein Gerät einen Techniker sehen muss. Das kann alles der Endanwender dann auch selber tauschen. Ah, das ist super. Wir haben ja auch extra, wenn da jemand Hilfe braucht oder denkt, er braucht nochmal den Kniff. Wir haben ja eben deine Nummer Nummer eingeblendet. Da kann man sich ja gern an euch wenden. Sind die Rennfahrtfilamente gesundheitsschädlich? Oh, sehr interessant. Nein, also das sind die tatsächlich nicht. Also wir arbeiten mit unbedenklichen Filamenten. Die sind 100% frei von reizenden Bestandteilen. Und wir haben während des Druckprozesses auch keine gesundheitsschädlichen Emissionen. Also die kann man sehr gut in Praxis und Labor nutzen. Okay, super. Dann eine Frage, ein ganz aktuelles Thema natürlich. Kann ich hier Liner tief ziehen? Du hattest es eben schon in der Hand, das Modell aus dem Liner-Filament. Hat extra eine, soweit ich weiß, korrigiere mich gerne, eine höhere Temperatur, dass ich auch mit Tiefziehfolien drüber kann, sodass es formstabil, auf jeden Fall formstabil bleibt und ich damit auch eine Liner tiefziehen kann. Das heißt, eine heiße Folie hält dieses Material aus. Genau, das ist das Spezielle gerade bei diesem Filament für die Aligner-Technik, dass wir genau für diese Anwendung, sprich für die Aligner-Technik, ein optimales Filament haben, das für den Temperaturbereich hitzestabil ist, so dass ich meine Aligner drüber ziehen kann, ohne großartig irgendwelche Dimensionsveränderungen zu haben. Ah, also sehr wichtig, wenn ich Aligner tief ziehen möchte, auf das richtige Filament achten. Genau. Ja, sehr wichtig. Gut, dann sehe ich, das ist momentan die letzte Frage, wie kann ich die Modelle entsorgen? Mit Sicherheit in der heutigen Zeit auch ein ganz wichtiges Thema. Joanna, kannst du was zu sagen? Also unsere Simplex Multi-Use, Simplex Study Model und Simplex Working Model Modelle können industriell recycelt werden. Das ist wichtig. Und über den gelben Sack. Meistens ist es aber so, dass wir halt empfehlen, dass wir das Entsorgungsinstitut einmal kontaktieren, aber die können ganz einfach über den gelben Sack entsorgt werden. Und das Aligner-Material, also dies kann auch so entsorgt werden. Das ist kein Sondermüll. Das ist ja, denke ich, ein wichtiger Hinweis. Super, das waren jetzt erstmal so die ersten Fragen. Für Sie der Hinweis, wenn Sie weitere Fragen haben, entweder Sie schreiben weiter in den Chat rein und wir beantworten im Nachgang. Sie melden sich per E-Mail, Sie melden sich vielleicht bei Markus direkt telefonisch. Haben Sie da keine Scheu, keine Hemmungen? Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Dann kommen wir auch schon zum Ende von unserem zweiten Webinar zum Thema Filamentdruck im Simplex-System. Ich hoffe, wir konnten viele Fragen von Ihnen beantworten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und bleiben Sie gesund und alles Gute.